Ja, Mops, was ist jetzt hier irgendwie los? Du stehst jetzt Ja, hier ich habe hier schon die mit ganze Zeit Kerzen. Panik, Leute. Also hier war Stromausfall gewesen, der Strom ist noch nicht angegangen. Dann war kurz wenigstens die Beleuchtung draußen angegangen. Das sind so einzelne Lichter. Das ist aber in kurzer Zeit wieder ausgegangen. Wir sind jetzt circa schon 40 Minuten ohne Strom. Ich war zwischenzeitlich mal, hatte ich welche im Hausflur gehört und habe gefragt, ob sie eine Feuer haben, dass wir hier zwei Kerzen anmachen können, weil wir haben leider nur zwei Kerzen und ich mache auch jetzt nur eine an, dann die andere. Ja, Illo ist hier ganz entspannt, der Kleine auch. Wir haben ja für ihn über dieses Dings was angemacht, Illo ist Video am Schneiden. Auf jeden Fall bin ich jetzt gerade im Hausflur, weil ich was gehört habe, beziehungsweise war jetzt gerade in diesem Wintergarten gewesen und habe im Eingangsbereich gesehen, dass da rot-blaues Licht am Leuchten war und habe auch zu Hülle gesagt, jetzt habe ich ganz viel im Hausflur gehört und jetzt bin ich gerade in den Hausflur und es riecht total nach Feuer. Wir müssen jetzt auf jeden Fall mal die Lage checken. Ich bin jetzt auf jeden Fall unruhig. Das war gerade schon so, ja, ziehst du jetzt Schlafsachen an? Nein, kannst du noch nicht. Du musst jetzt hier erstmal, ihr weißt, was los ist, ne? Deswegen kann ich jetzt hier nicht Ja, aber ich war ja jetzt runterkommen. schon draußen. Sag mal, Ja, was ist genau. Und draußen? Inno ist jetzt irgendwie raus und er sagte, da brennt irgendwie was. Ja, in der Ja, wir Tiefgarage müssen jetzt wohl. mal gucken. Nicht, Feuerwehr dass ist wir jetzt hier da. noch nachts hier raus Wir gehen müssen jetzt oder erstmal so. raus mit allen Sachen. Und gehen mal gucken, genau. Ja, Leute, die Feuerwehr ist hier im vollen Einsatz. Hier brennt es wirklich. Wahnsinn. Ja, auch der ganze Hausflur riecht total nach Rauch. Ja, Hauptsache, niemandem ist was passiert oder sowas. Ich versuche natürlich mal ein bisschen ranzugehen. Natürlich möchte ich hier auch nicht irgendjemanden stören oder sowas. Aber ja, auch sowas kann natürlich passieren. Ne? Ja, die Feuerwehr geht jetzt mit so einem Lüfter da rein. Wahrscheinlich damit der ganze Qualm da aus der Bude rauskommt. Das ist wahrscheinlich um der Trick, so runterzulaufen. Wenn ich jetzt so an unser Auto denke quasi, was wir uns geliehen haben, das wird natürlich gut nach Rauch stinken morgen. Und dann warten wir mal ab, wie es hier weitergeht. Das ist auf jeden Fall auch in dem kompletten Komplex. Man sieht es hier auch komplett Stromausfall. Also hier geht wirklich gar nichts. Ist jetzt wirklich auch sehr hilfreich hier für den Ventilator, dass der ganze Rauch mal da unten rauskommt. Aber klar, jeder, der es kennt, wo es mal gebrannt hat, das stinkt dann natürlich auch erstmal nach Rauch. Aber ich denke mal, die leisten hier gute Arbeit. Und gut, dass wir natürlich auch wirklich mal rausgegangen sind und mal nachgeguckt haben. Ne? Halt hier, ja, auch die Polizei ist da natürlich und guckt hier, dass natürlich alle auch ja, wegkommen von dem Feuer. Regelt hier alles, hilft hierbei, unterstützt dabei. Ja, Mops hat mich jetzt nochmal beauftragt, geh doch nochmal bitte unten gucken. Wir gucken gerade eben den Livestream von Sven und Tamara und da war auch Thorsten Alanyana. Und ja, der schrieb direkt, ja, ich würde euch auch darüber fahren, weil Sven und Tamara hatten uns erstmal angeboten, dass wir jetzt vielleicht zu denen kommen könnten, weil klar, die Klimaanlage läuft hier nicht, das heißt keine Heizung hier, kein Strom, kein Licht, wir haben nur eine Kerze hier. Und ja, wir haben noch eine zweite Kerze, aber dann irgendwann ist auch Ende und ja, dann könnten wir alle nur wirklich unter die Bettdecke krabbeln. Und das war ein sehr nettes Angebot. Also Thorsten, wenn du das siehst, vielen lieben Dank dafür. Und ich gehe jetzt mal unten gucken, wie sieht es denn jetzt wirklich aus? Ja Leute, Brennpunkt hier vor Ort, wirklich ein Feuerwehrwagen steht noch hier unten. Der Rauch kommt jetzt nicht mehr aus der Tiefgarage raus. Ich würde mal einfach so sagen, es ist jetzt hier alles gut. Vielleicht wird irgendwann auch der Strom wieder eingeschaltet. Und ja, ich bin mal gespannt. Mops hatte gerade noch eine Unterhaltung mit einer Nachbarin, die konnte auch Deutsch. Und die hatte so ein bisschen was berichtet und das soll sie jetzt mal hier berichten. Mops, jetzt erzähl mal. Ja, also ich bin jetzt auf jeden Fall ein bisschen beruhigter. Illo ist ja gerade runtergegangen und ich wusste jetzt nicht, muss ich den Kleinen anziehen? Wir hatten jetzt schon mal unsere Tasche, also unsere, wo wir Geld drin haben, Reisepässe haben wir rausgeholt, weil wir dachten, wenn wir irgendwie hier vielleicht nicht mehr reinkommen oder so, wir wissen ja nicht, breitet sich das aus oder so, weil unten die Tiefgarage hat zwei Eingänge, also ich weiß zumindest von zwei Eingängen, einmal gegenüber den Häuserkomplex und den hier und wenn da irgendwas ist, das kann ja auch hier hochkommen. Ja, und der Kleine, den habe ich jetzt gerade auch erst ins Bett gelegt, weil ich glaube, es ist hier sicher. Illo sagt, er ist auch, ist nur noch ein Feuerwehrwagen gewesen. Es wurde jetzt hier nichts evakuiert. Wir haben zumindest davon nichts mitgekriegt. Ich hatte mit einer gesprochen. Ich bin nämlich auch einmal gucken gegangen und dachte, ich gehört, wie das Kind irgendwie gesagt hatte, ja, jetzt habe ich das und das und das nicht. Und dann sagte ich nur zu dem Kind, weil ich habe gehört, das hat Deutsch gesprochen, habe ich nur gesagt, wir können froh sein, dass es uns allen gut geht. Und die Mutter so, ja, genau so ist es. Dann habe ich sie gefragt und sie sagte, ja, sie wohnt auch hier. Sie kommt ursprünglich aus Berlin. Die hat sich irgendwie vor 3 Monaten, seitdem wohnt die hier.
Und sie ist halt in dem B-Komplex, das ist ja hier der A-Komplex. Und dann war es wohl so gewesen, dass der Stromausfall war genau. Und sie hatte sich schon gewundert, sagt sie, aber eigentlich geht immer der Notstromaggregat wieder an. Und der ging dann nicht an und dann wusste sie schon, irgendwas muss sein. Und dann ist sie, glaube ich, raus oder so und hatte einen Knall gehört irgendwie am Fahrstuhl beziehungsweise unten. Und kurz darauf war irgendwie noch ein Knall gewesen oder so. Und dann hat sie direkt wohl Bescheid gesagt vorne und sagte so, ja, es brennt da wohl. Und ja, dann sind die hier wohl alle angerückt. Ja, jetzt hocken wir beide hier unter der Decke, murmeln uns so wirklich aneinander. Ne? Es ist wirklich schon kalt, Leute. Also wir haben ja nachts oder beziehungsweise abends ist es hier wirklich kühl. Ich würde es jetzt auch so draußen auf die 4 Grad oder irgendwie was schätzen. Das Gute ist, ich hatte hier vorhin einmal durchgewärmt gehabt. Aber die Wärme ist jetzt wirklich weg. Ich habe jetzt schon vom Badtür zugemacht, dass sich ein bisschen die Wärme stört. Das Problem ist halt, wir haben auch echt nur 2 Kerzen. Ne? Aber der Lars hatte sich auch schon angeboten, den haben wir jetzt mittlerweile auch schon erreicht. Haben ihm gesagt, hör mal, hier ist alles sicher. Wir wollten ihn einmal vorsichtshalber informieren. Ne? Mhm. Und er hatte auch direkt gesagt, ich kann euch Kerzen bringen, eine Lampe bringen, Powerbank bringen. Wir haben gesagt, Lars, alles gut, wir haben alles. Wir würden uns aber melden, wenn irgendwas ist und so. Ne? Und wir haben auch gesagt, dass Tamara und Sven sich direkt angeboten hatten, dass wir bei denen da schlafen können. Da sagt er auch super. Und ja, er sagte auf jeden Fall, wenn morgen irgendwie das immer noch alles Katastrophe ist, dann, ja, dann fährt er uns rüber und wir werden ja auch abgeholt irgendwann mitten in der Nacht um 3 Uhr. Dazu genau. Kommen wir dann nochmal einen anderen Tag. Das Blöde ist aber, die wohnen da quasi so, das findet man nicht so leicht. Ja, nicht das so ganz ist das leicht, Blöde. Ja. Also, so ein Fahrer findet eher hier diese Aqua-Residenz, wie da solche Seitenstraßen. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen oder ob wir das überhaupt machen. Also mit der Dame, mit der ich da vorhin draußen gesprochen habe, die aus Berlin, die sagte auch, also sie ist da irgendwo hin, weil sie wusste, hatte sich, glaube ich, noch eine Kerze oder sowas geholt. Ja, beim Bin, ne? Aber wir kommen hier noch nicht mal ans Auto dran. Das Auto steht da drin, in der Garage. Drin, also, in der Tiefgarage. Wir wissen jetzt auch nicht, ist da vielleicht was am Auto dran? Wissen wir auch nicht. Ja, wissen wir auch nicht. Ist was am Auto dran? Ist nicht was am Auto dran, weil es ist ja ein Leihwagen. Aber das Gute ist zumindest schon mal, wir haben ohne Selbstbeteiligung. Das heißt, wenn was da dran ist, müssen wir jetzt dafür nicht zahlen oder so. Also es wäre wahrscheinlich auch Versicherungsfall. Aber das sind alles so Sachen jetzt, wo du denkst, boah, ne? Sie sagte auch, also sie geht mal davon aus, dass jetzt heute kein Strom mehr kommen wird. Hier ist gerade, wie spät ist es hier gerade? Ja, ich müsste jetzt mal schätzen, so 11 Uhr abends. 11 Uhr ist es jetzt, ja. Wir sind jetzt hier schon locker so, ich würde mal sagen, 2,5 Stunden ohne Strom, ne? Ja. Und ja, aber wir kommen nachts auf jeden Fall klar. Wir machen nachts auch die Klimaanlage aus, liegen unter der Decke. Der erste morgens, der krabbelt raus quasi. Das ist dann wie im Wohnwagen so gesehen. Krabbelt raus, macht die Heizung an oder halt hier die Klimaanlage. Und wenn nicht, dann haben wir sie morgen früh nicht. Naja, aber dann hatten wir abends halt immer noch hier, solange wir wach waren. Aber jetzt ist schon wirklich ein paar Stunden hier nichts. Wir sitzen auch gerade hier auf der Couch mit Decke und hier unsere eine Kerze und wir haben noch die zweite, die wir anmachen können. Das Doofe ist, wir haben jetzt noch nicht mal ein Feuerzeug, das heißt, wenn die ausgeht, und es war gerade schon mal der Fall gewesen, Illo, wo er das erste Mal da unten war, war es so gewesen, mir ist die Kerze, ich musste da was nachgucken, musste die Kerze mitnehmen, hatte die hier auf den Tisch gemacht und dann ist die umgefallen, war das Problem, ist auf dem Boden, das heißt, ich muss jetzt da morgen, aber ich sehe da jetzt nichts, ist auch ein bisschen Kerzenwachs. Ein bisschen Kerzenwachs, oh nee. Um Gottes Willen, da muss ich mal schauen, auf jeden Fall, ja, dachte ich, Mist, dann stand ich wirklich im kompletten Dunkeln und dann kam Illo irgendwann entgegen und ich sage, ja, ich habe hier keine Kerze mehr. Er so, geh mal runter oder so, da wird einer mit Feuer sein, dann gehe ich runter, Leute, habe aber kein Licht Handylicht mit oder irgendwie was. Ne? Ja, und was ist natürlich da unten, ist der ganze Wind, es ist heute auch sehr, sehr stürmisch hier und beziehungsweise heute Abend hier ist es sehr, sehr stürmisch, man hört das auch richtig. Und dann ging das natürlich mit dem Feuer nicht, ne? Dann bin ich mit dem Feuer in den Hausflur rein, da musste der Typ die Tür zumachen, dass ich die Kerze hier anmachen konnte. Ja, und jetzt verbringt. Ja, Leute, einen Tag später, ich werde jetzt mal der Sache auf den Grund gehen. Wie sieht's mit unserem Auto aus? Wo ist wirklich der Brandherd? Lass uns mal gucken gehen. So, Richtung Tiefgarage, hier geht das Licht schon an und hier vorne steht der Schlitten. Man riecht nach Rauch, das kann keiner wegsagen. Aber dem Auto soweit geht's gut. Ich weiß natürlich jetzt noch nicht, ich habe jetzt keinen Autoschlüssel dabei, wie er jetzt von innen riecht. Aber kann natürlich sein, ne? Klar, wo es gebrannt hat, riecht es ein bisschen. So, auf unserer Seite ist jetzt wirklich nichts.
ich nehme euch jetzt mal live mit. Wir gehen da hinten, mich mal gucken. Da hinten steht auch noch ein Auto. Ja, jetzt kommen wir hier hinten mal hin. Mox sagte ja irgendwie, ja, es muss irgendwie vom Fahrstuhl gekommen sein. Ich weiß es aber nicht. Jetzt mal hier. Ach, da hinten sind schon Männer am Arbeiten. Ja, und hier oben sieht man natürlich auch, ist ganz schön dunkel, verraucht. Hier muss es auf jeden Fall wenn gewesen sein. Und ja, es ist dann doch hinten hier der Fahrstuhlschacht. Da wird alles rausgeholt. Ja, man sieht's. Hallo. Ja, hier drin hat es gebrannt. Ein Tag später jetzt, der Eigentümer kam hier vorbei. Und er war selber schon gucken und er hat schon alles dokumentiert. Ja, ich konnte auch die ganze Nacht nicht gut schlafen, weil ich mir wirklich Sorgen gemacht habe, dass jetzt hier irgendwie euer Auto abgefackelt ist. Ja, hätte sein können. Ja. Und ich hatte nur diese Feuerwehrbilder gesehen und ich habe mir jetzt auch alles angeguckt, aber ich will dem nicht zuvor greifen. Ich freue mich, dass es den beiden gut geht, dass sie hier weiterhin drin sein können. Der Strom geht ja auch wieder. Alles super. Den Rest zeigt ihr und ja, kann immer mal passieren, aber haben die gut gemacht. Hier in der Türkei ist nichts passiert. Genau, schaut doch mal bei Lars vorbei, der hat nämlich auch noch alles dokumentiert und lasst mal ein Abo einfach mal da. Ja, ich werde jetzt doch noch mal ganz schnell das Auto rausfahren. Ich werde auch draußen einfach mal die ganzen Scheiben offen lassen, ne, damit einfach mal den, ich weiß ja nicht, ob es jetzt überhaupt hier drin riecht. Es wird vielleicht drin riechen, ne? Nö, also gar nicht, es riecht überhaupt nicht in dem Auto, das finde ich sehr, sehr schön. Allein, weil ich will auch ein Auto vernünftig abgeben. Aber ich fahre es trotzdem jetzt mal einfach raus. Ja, nochmal wegen gestern Abend, also hier ist auch Security oder jemand, der das hier alles verwaltet, der wirklich rund um die Uhr da ist. Den hatten wir auch schon angetroffen, wo wir hier angekommen sind und der hat uns direkt die Koffer getragen. Also es war auch sehr herzlich und ja, der betreut ja auch alles und hat sich auch um alles gekümmert. Und ich glaube, da kann man auch nochmal Danke sagen, dass er dann vielleicht auch richtig reagiert hat, sodass dann immer zwei Augen auf jeden Fall wachsam sind und hier gucken, ja, was ist denn hier los? Und hat das bestimmt direkt gemerkt und die Feuerwehr war ja auch da. Es ist ja jetzt nicht das ganze Haus abgebrannt oder sowas. Also das muss man jetzt mal ganz klar sagen. Es wurde schnell reagiert. Niemand kam zu Schaden, kein Mensch oder sowas. Und das ist sehr positiv. Und ja, das ist einfach, so schnell kann es gehen und das kann überall passieren. Bis dann.